von Dark Side of Dimensions. Und ich habe schon so ein bisschen reingeguckt, habe schon ein bisschen Zeit gehabt zu spielen. Dann gucken wir uns hier mal kurz Dings an. Und zwar haben wir hier Kaiva mit den paar Fähigkeiten. Wir haben ultimative Drachenfeuerstart, LP Boost, Alpha. Und wir haben auch schon Mokuba freigeschaltet. Den kriegt man ab Stufe 5 und Stufe 6 sind eben zum Freischalten. Da kriegt man eine ganze Mission. Ich würde sagen, wir gucken uns aber erstmal kurz die neuen Sachen an, bevor ich darauf eingehe. Ja, heute mal so ein kleines anderes Video. Und gehen wir erstmal zum Händler, weil da hat sich was geändert. Wir können nämlich ab sofort Fähigkeiten kaufen. Und wir brauchen so ein bestimmtes Gold dafür. Und wir brauchen halt auch OR-Juwelen und die anderen Juwelen. Woher wir das Gold hier kriegen, weiß ich nicht. Ist aber schon mal cool, dass man die kaufen kann. Dann kriegt aber eben eine zufällige. Ja, dann gehen wir noch kurz auf die neue Box ein, weil da will ich natürlich auch noch ein bisschen was erzählen. Und muss dazu sagen, wir haben jetzt hier Mahat bekommen. Den kann man speziell schon, wenn man zieht. Dann haben wir Schoko Girl. Sehr cool, dass die reinkommen. Die sind gut für Dark Magician. Leister. Ist eigentlich nice, aber die Fusionen dafür sind richtig Schrott. Dann haben wir hier noch ein bisschen Elementsäbel. Was sehr cool ist, dass wir jetzt mal Thunder Dragons reinbekommen. Das ist interessant. Der Chaos Hexer. Beschwörung sowie auch ein paar Grabwächterkarten. Ja, Quintett Magier, der sehr schwer zu beschwören ist. Eine schlechte beschworene eine schlechte beschworene. Eine schlechte beschworene Fusion, mein Gott. Dann haben wir hier noch ein kleines Bärenmagier-Mädchen, davon kommen noch mehr. Die Apparate haben jetzt endlich mal drin. Ja, ansonsten ist der noch ganz interessant für Grafwächter. Und ja, den Rest gehen wir dann andermal durch. Dann kommen wir mal zur neuen Selection Box. Und da werde ich euch dann gleich mal ein paar Screenshots einblenden, was ich so alles gezogen habe. Weil ich habe meine 10 Packs nämlich schon geöffnet. Wobei ich kann es eigentlich auch so zeigen. Da brauchen wir Screenshots für. Ich habe hier den Engel von Sera gezogen. Ein Tal der Toten habe ich gezogen. Ein Tal der Toten habe ich jetzt gezogen, wo ich jetzt zwei Stück habe. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich hatte eigentlich auf den Enki gehofft, aber habe leider keinen bekommen. Ein Geschwisterbund habe ich gezogen, die Ertränkende und ein weiteres DDR aus Reinkarnation in seiner anderen Dimension. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Dann habe ich den Samsara noch gezogen und einen vierten Spellbook Magician. Die habe ich noch einmal gezogen. Einen zweiten Mass Change. Das war es, glaube ich, auch schon. Ja, wie gesagt, ich hätte auf dem Enki noch gehofft, mir fehlen noch ein, zwei Stück, damit ich die Hero mal spielen kann. Aber okay. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt auch erstmal zu Kaiva und was wir so alles bekommen bei dem. Generell haben wir hier Fähigkeit bekommen, von wegen ultimative Drachen zu Beginn, also blauiger ultimativer Drache und neoblauiger ultimativer Drache, die gucken wir uns gleich mal an. Ja, die Karten sind nicht so teuer, was man hier kriegt, leider. Ja. Und was war die letzte Karte bei ihm? Genau, die war der da. Und dann haben wir hier noch Mokuba, der auch ehrlich gesagt nicht so gute Karten gibt. Der ist ganz interessant. Ein bisschen Thunder gibt er auch noch. Und ich glaube, das war's auch schon. Ja, gucken wir uns erstmal hier bei Kaiva mal die Monster an, die wir durch die Fähigkeit kriegen. Ja, wenn ihr Fragen habt, gerne mal rein in die Kommentare posten. Und mich würde dann auch mal interessieren, was denkt ihr, was kommt in der neuen Welt noch so und was wird dann noch alles so passieren? Und welche Charaktere kommen wahrscheinlich noch rein? Könnt ihr gerne mal alles da lassen, was ihr so denkt. So, wir haben hier einmal den Blue Ace Ultimate, den wir jetzt hier haben. Und einmal den Neobläugigen, für den man übrigens auch drei weiße Drachen braucht. Und am Ende ist der Mischung, falls diese Karte die einzige offene ist, die du kontrollierst. Und als Fusionsbeschwörung beschworen wurde.
Nee, und diese als Fusionsbeschwörungskarte angreifen. Also du musst ja Fusionsbeschwören, dann muss sie angreifen und dann kann man ein blaues Fusionsmonster von seinem Extra-Deck auf den Friedhof legen und dann kann sie halt nochmal angreifen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Allerdings, man kann auch noch was negieren. Okay, ist auch nicht schlecht. Problem ist, man muss sie halt ganz normal beschwören und man braucht ja drei Westdrachen und eine normale Fusionsbeschwörung. Ja, ist halt schon relativ schwer. Und ja, bei Mokuba habe ich noch nichts besonders frei, was jetzt Fähigkeiten und so alles angeht. Was ich auch noch zeigen will, ist noch die Spielmatten da ist. Und dann gehen wir noch zu dem neuen Structure Deck, wo sich ja einige darauf gefreut haben, aber das Ding ist gar nicht mal so gut, leider. So, und zwar haben wir hier den Magier des Chaos, und zwar das ist der alte Magier des Chaos, das ist nicht der ganz neue, der den Lockdown macht, das ist der alte. Der muss halt auch mit Chaos-Fusion beschworen werden und mit Chaos-Form. Und der kann halt einmal pro Spielzug kann der eine Zauber-Fallen-Karte. Also wenn sich irgendwas aktiviert, ein Zauber-Fallen-Effekt, kann man eine Karte abwerfen. Ja, man kann eine Karte wählen und dann kann man sie zerstören. Und wenn die halt auf dem. Wenn sie normal gedropshorn wird und die dann zerstört wird, kannst du einen Chaos oder einen schwarzen Soldatenmonster als Spezialschwung von der Hand beschwören, außer ihn selber. Ja, und zwar nur aus der Hand. Dann haben wir hier noch den alten magisch schwarzen Chaos. Wir haben hier noch die fortgeschrittene Ritualkunst, was sehr cool ist, dass sie endlich drin ist. Wir haben hier noch den dunklen Kavallerie. Und den haben wir den hier auch noch. Generell kann ich mal so zeigen, was ich so jetzt alles schon habe. Ja, mal gucken, ob wir das spielen, aber es wird auf jeden Fall nicht gut sein. Da sage ich jetzt schon mal, das wird nicht gut sein. Lohnt sich nicht. So. Und ja, dann zeige ich noch kurz die Spielmatten und die Höhlen. Ansonsten würde ich dann auch mal sagen, das war es auch schon von diesem kleinen Update-Video, was so alles reinkam. Ich bin mal gespannt, was noch so für Events kommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich in der nächsten Folge wieder, sobald die dann online ist für euch. Wo wir uns ein paar hübsche Duelle angucken. Und jetzt gucken wir uns erstmal noch hier. Erstens die Event, was sehr, sehr cool aussieht, weil die ist nämlich vom Film. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Und dann haben wir hier noch die von Kaiver. Ja, okay. Sieht so ein bisschen seltsam aus, ganz ehrlich. Und bei der Matte haben wir hier erstens die hier und dann auch noch die Eventmatte. Und ich finde, die Eventmatte ist auf jeden Fall am besten. Sieht sehr, sehr cool aus. So, dann hoffe ich, euch hat das kleine Video hier gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Und ciao, euer Laffy, haut rein.